Heute bei Natürlich gekocht sind wir da am Schafberg, am wunderschönen Wolfgangsee. Und wir kochen heute einen geschmorten Mouflon. Aber vorher geht es mit dem E-Auto noch auf die Rennstrecke. Grüß euch bei Natürlich gekocht. Ich komme jetzt gerade von meiner ersten echt genialen Runde vom Salzburgring. Und unser Akku wird jetzt aber leer. Das heißt, wir müssen jetzt noch schnell tanken. Und dann geht's auf zum Wolfgangsee. Unser Auto ist jetzt fertig geladen. Wir haben da natürlich ganz flotte Ladestationen, die für den Motorsport tauglich sind, weil da natürlich die ganzen Autohersteller ihre E-Autos auch testen. Und nachdem wir jetzt fertig sind mit Laden, geht es jetzt zum Wolfgangsee. Und der wichtigste Aufruf jetzt von mir für alle kochenden Motorsportfans: Kanal abonnieren und Video liken. Nach unserer rasanten Fahrt jetzt wird es ein bisschen weniger rasant. Wir fahren jetzt mit der Wolfgangsee-Schifffahrt von Strobl nach St. Wolfgang. Da kann man wunderbar zwischen den Weihnachtsmärkten im Advent dann hin und her pendeln. Und natürlich auch mit der Schafbergbahn zu den Weihnachtsfahrten bis zur Mittelstation hochfahren. Und das ist eine ganz spezielle Geschichte. Wir sind jetzt da bei der Schafbergbahn beim Erlebnisquartier und da ist der Küchenchef, der Mario Köstl, und da werden wir uns heute anschauen, was er da regionales zu bieten hat, und drum gleich auf zu ihm in die Küche und dann geht's schon los. Das neu erbaute Erlebnisquartier direkt am Wolfgangsee wurde mit Saisonstart 2023 nach 2 Jahren Bauzeit eröffnet. Es beherbergt heute nicht nur das Restaurant EQ mit Seeterrasse, sondern auch die Talstation der Schafbergbahn inklusive Ticketschalter und einer kleinen Museumszone. Und man kann hier auch die Original-Lok Z1 aus dem Jahr 1893, dem Erbauungsjahr der Schafbergbahn, bewundern. Beim Bau des Gebäudes wurde besonderer Wert auf nachhaltige Materialien wie Stahl, regionales Holz und mineralische Baustoffe gelegt. Außerdem trägt das Dach eine leistungsstarke Photovoltaikanlage mit 850 Quadratmetern Fläche. Die Gebäudehülle besteht zum Großteil aus Wärmeschutzglas. Dadurch kann das Tageslicht optimal genutzt werden und die künstliche Beleuchtung wird stark reduziert. Ein Vordach beschattet die Glasfassade zusätzlich, sodass Überhitzung im Sommer verhindert wird. Direkt auf diesem Vordach befindet sich die offene Seeterrasse des Restaurants. Von hier hat man einen wunderschönen Blick auf die umliegende Bergwelt sowie den Wolfgangsee und kann den Schiffen zusehen, wie sie über den glasklaren blauen See navigieren. Servus Mario, grüß dich. Du, freut mich, dass ich da sein darf heute. Freut mich auch. Was kochen wir denn heute kurz? Und zwar heute machen wir einen rote Rümer-Salat mit einem geschmorten Mouflon-Schlögel, einen Kürbis-Biskuit und einen Couscous machen wir. Boah, das klingt aber interessant. Also da haben wir jetzt unseren portionierten Mouflon-Schlögel, das sind ungefähr 2 Portionen. Ja. Den haben wir jetzt so weit garen, den haben wir einfach mit ein wenig Salz und Pfeffer würzen. Da haben wir jetzt gar nicht mehr auf. Da haben wir das hinten und vorn schön einwürzen. Den Mouflon haben wir jetzt schnell anbraten, scharf anbraten. Da tun wir dann einfach ein bisschen Rosmarin dazu, für die Aromen.
Du, was für einen Hintergrund hat jetzt der Mouflon eigentlich zu St. Wolfgang? Wir schauen generell auch bei unseren Karten, dass wir die Zutaten regional beziehen, also ein Fisch aus Wolfgang, Schafkäse von Abersee und auch beim Wildfleisch jetzt, da hat sich das super angeboten. Da haben wir vom Jäger, vom Eckschlager, der ist aus Wolfgang, der schießt direkt vom Schafberg und das ist halt wunderbar, wenn es mit solchen Zutaten arbeiten kann. So, und jetzt nehmen wir den Mouflon-Schlögel, den haben wir jetzt einfach scharf anbraten. Den tun wir in einen Vakuumsackel. Da haben wir die Kräuter dazu rein. Und ich habe da einen Wildfond vorbereitet schon. Ah, okay. Mhm. Den tun wir jetzt ein bisschen dazu. Machen wir das zu. Und wichtig bei den Vakuumsackel ist, dass du das überschlagst, dass die Schweißnaht eben schön sauber ist. Ja. Da gibt es noch keine Probleme und kein Ausschauen. Das ist jetzt das eingeschweißte Mouflon-Schlögel, also mit dem Rosmarin. Da sieht man schön, wie der Soft überall herumgeht. Mhm. Den werden wir jetzt da sous vide garen, also im Wasser. Wir lassen den bei ca. 80 Grad, lassen wir das jetzt 6-7 Stunden drinnen. Jetzt hat ja nicht jeder einen Vakuumierer daheim. Wie mache ich es dann? Ich glaube, Dampfgarer hat jeder daheim. Und das ist auch eine super Möglichkeit. Da tut man einfach den Schlögel oder die Rindsabackerl ist auch eine super Möglichkeit im Soft. Im Dampfgarer rein und lasse das dann bei 120 Grad 3 Stunden drinnen. Da muss man halt einmal prüfen. Wichtig ist halt, dass du nicht die ganze Zeit aufreißt, dass die Temperatur rausgeht, sondern dass das halt drinnen bleibt. Ganz wichtiger Energiespartipp: am besten zulassen, schauen, dass man die Zeit gut im Griff hat, dass man es wenig oft aufmachen muss. Und natürlich gibt es auch bei den meisten eine Schnelllaufheiztaste und das spart natürlich auch noch richtig Energie. Und wenn ihr noch mehr Energiespartipps haben wollt, dann natürlich, wie ihr ja wisst, einfach die Alexa fragen. Also jetzt schmort es im Prinzip, jetzt haben wir ja Zeit dazwischen, das heißt, was machen wir jetzt als nächstes? Als nächsten Schritt machen wir jetzt das rote Rümmersalat und als erster Schritt halt Zwiebelglasig anschwitzen. Ja. Ingwer dazu, die Thai-Curry-Paste dann mal ein bisschen dazu und die Gewürze. Das Bohnenkraut wird auch Pfefferkraut genannt, weil es einfach so würzig schmeckt. Es gehört zu den Lippenblütengewächsen und es wächst eigentlich nicht wildes. Es wird im Garten kultiviert und kommt ursprünglich aus dem Süden Europas. Es gibt dann die 30 verschiedenen Bohnenkrautarten. Bei uns wird hauptsächlich das Bergbohnenkraut, das ist mehrjährig und winterhart verwendet, aber auch das Sommerbohnenkraut, das ist einjährig. Intensiver im Geschmack ist das Bergbohnenkraut. Das Bohnenkraut hat ganz viele ätherische Öle enthalten, Vitamin C, aber auch Gerbstoffe, die zum Beispiel fette Speisen bekömmlicher machen, Eiweiß den Magen stärken, genauso wie die enthaltenen Bitterstoffe. Außerdem hat es das entzündungshemmende Kavakol und die verdauungsfördernden Terpene enthalten. Auch das Pinen ist enthalten. Generell wirkt das Bohnenkraut super bei Magenverstimmungen oder auch bei Durchfall. Es hilft aber auch bei Husten und hält uns die Stimmung auf und wirkt belebend. Man kann vom Bohnenkraut den Stängel, die Blüten und die Blätter verwenden. Man kann zum Beispiel zum Würzen einen ganzen Stängel mitkochen oder man verwendet die Blüten und Blätter frisch oder auch getrocknet. Und so wie der Name schon sagt, Bohnenkraut, ist es natürlich ganz besonders für Bohnengerichte geeignet. Nicht nur aufgrund des würzigen Geschmackes, sondern weil es auch gegen die lästigen Blähungen wirkt. Aus dem Bohnenkraut kann man aber außerdem nur einen Tee zubereiten und man kann es auch zum Inhalieren verwenden. Das Bohnenkraut ist toll für Kartoffelgerichte, für Eintöpfe, für Speisen mit Fleisch, für Suppen, für Soßen oder auch für Kräutersalze und Kräuteröle. Rote Rübe dazu und dann mit Kokosmilch und rote Rübensaft aufgießen. Wie lange braucht es dann ungefähr? Es braucht ungefähr 40 Minuten, bis die rote Rübe, je nach Größe von der roten Rübe, also verändert sich die Garzeit wieder, aber ungefähr 30 bis 40 Minuten kann man einrechnen. Duftet ja schon richtig gut. Genau, das haben wir jetzt angeröstet leicht. Also anrösten tun wir, dass die ganzen Geschmacksstoffe für die Gewürze schön rauskommen. Das tun wir jetzt ablöschen mit einem roten Rübensaft. Etwas Kokosmilch. Und mit ein bisschen Wildfond. Wenn man das ohne Wildfond macht, kann man da ein super vegetarisches Gericht machen. Also durch die Kokosmilch kann man das eigentlich sogar vegan machen. Oh, das hat eine coole Farbe. Schaut gut aus.
So, jetzt hat es aufgekocht, jetzt haben wir abgeloschen. Jetzt tun wir die rote Rübe dazu und lassen wir die einkochen. Die rote Rübe, die kleine rote Superknolle, hat den Wirkstoff Betanin enthalten. Das ist der rote Pflanzenfarbstoff. Der wirkt schützend auf unsere Zelle und auf Zellveränderungen und hemmt auch Entzündungsprozesse im Körper. Die Leberzellen werden ebenso stimuliert und Giftstoffe werden besser abtransportiert. Es ist nur Eisen enthalten, B-Vitamine, Vitamin C, Zink und Selen. Und all diese Wirkstoffe helfen, mehr Sauerstoff in den Körper zu bringen. Das heißt, für Leistungssportler wirkt es auch leistungssteigernd. Und unser Gehirn wird optimal mit Sauerstoff versorgt. So, jetzt haben wir die ganzen Zutaten drinnen. Die rote Rübe ist drinnen, das lassen wir jetzt langsam dahin schmoren. Das dauert jetzt ca. 35 Minuten, bis das fertig ist. Jetzt tun wir einfach noch ein bisschen salzen. Da kann man ruhig ein bisschen mehr salzen, weil durch die rote Rübe, die braucht ja viel Salz. Mhm. So. Das lassen wir jetzt schmoren und jetzt kommen wir eigentlich schon zum nächsten. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch der Kürbis und der Couscous. Genau. So, das ist jetzt der geschmorte Kürbis, das ist ein Hokkaido-Kürbis. Den haben wir bei 160 Grad mit Olivenöl und ein bisschen Knoblauch weich geschmort. Mhm. Haben wir das mit einem Stabmixer einfach aufpüriert und ein Kürbispüree gemacht. Okay. Mhm. Dass das nicht zu lang dauert, habe ich das jetzt schon vorbereitet. So, das ist einfach ein schneller Biskuit. Ja. Den machen wir dann in der Mikrowelle fertig und schaut super aus. Das passt super dazu. Eigentlich haben wir jetzt alles bis auf den Couscous. Das heißt, genau. Der geht ja relativ flott, glaube ich. Ja? Genau. Das ist jetzt unser letzter Arbeitsschritt. So, jetzt haben wir den Gemüsefond, haben wir jetzt aufgekocht. Den tun wir jetzt übergießen mit dem Couscous. Das tun wir gar nicht weiter kochen lassen, sondern das lassen wir einfach ziehen. Und die frischen Kräuter tun wir rein. Dann tun wir das einmal durchrühren. Der saugt dann schon richtig schön die genau, Flüssigkeit. Genau, da sieht man eh schon, wie die Flüssigkeit weggeht. Und jetzt lassen wir den einfach quellen noch. Und die Sauce ist jetzt eigentlich der Schmorfond in reduzierter Form, oder? Das ist der Soft, mit dem was wir in Mouflon eingeschweißt haben. Das haben wir jetzt einfach noch reduzieren lassen. Und da ist eben der ganze Geschmack vom Rosmarin und vom Mouflon drinnen. Das heißt, nachdem wir jetzt unsere 8 Stunden ja schon vorbei sind und wir so flott sind, genau, können wir jetzt quasi schon anrichten. Okay. Wow, das hat eine schöne Farbe. Also das hat sich jetzt reduziert, also die ganze Soße ist jetzt ein wenig dicker geworden, die roten Wurm sind bissfest. Und allein durch die Gewürze merkt man eigentlich, dass das, da braucht es gar kein Fleisch eigentlich für das, gell, für das Masala. Also wir haben jetzt eine Variante mit Fleisch gemacht und eine vegetarisch, um einfach zu zeigen, dass die rote Rübe ein super vegetarisches Gericht gar nicht braucht. Ganz genau, dass sich das eignet. Da haben wir jetzt den Mufflonschlögel drauf und jetzt kommt der Kürbis-Sponge noch. Also ich muss sagen, das schaut wieder richtig gut aus heute und echt bunt und sehr nachhaltig. Und ich würde sagen, wir müssen das jetzt unbedingt probieren. Sehr gelungen. Wirklich spitze. Also die roten Rüben, die brauchen eigentlich gar kein Fleisch. Aber die Kombi ist einfach spitze. Und mit dem Couscous dabei und mit dem Kürbis. Also echt ein richtig stimmiges Gericht. Ich genieße jetzt das gute Essen noch und den Blick auf den Wolfgangsee. Und wenn ihr noch mehr Rezepte haben wollt, da klicken.